Auf mit der Kutsche von Boulogne-sur-Mer nach Paris auf der Fischroute. Wir starten und dann von Boulogne aus nach Paris fahren, Tag und Nacht. Sie sehen es, Boulogne ganz auf Fische eingestellt, auf Hafen, auf Tradition. Und die Kutschen müssen natürlich eine Ladung voll Fische übernehmen, denn früher war das ja genauso. Die Fische gingen nach Paris innerhalb von 24 Stunden 350 Kilometer. Geht natürlich nur, wenn alle 20 Kilometer eine Umspannstation ist. Und das ist das Interessante an der Dinge. Es muss schnell umgespannt werden, Zeit muss gespart werden, das muss organisiert werden. Die erste Kutsche kommt hierher an den Startpunkt. Jetzt einfach mal mitschauen. Droben am Ärmelkanal in Boulogne-sur-Mer ging es los. Durch viele große und kleine Straßen und Wege Richtung Paris. So wie man früher den frischen Fisch innerhalb von 24 Stunden von Boulogne, dem König, frisch auf den Tisch in Paris die Fische brachte. Nur diesmal sind es europäische Wettbewerber, europäische Teilnehmer an dieser Fahrt. Nach verschiedenen Wechselstationen zum Ausruhen der Pferde ist es dann langsam schon dunkel geworden. Und jetzt wird's interessant. La Route du Poisson, ein Bauernhof. Mitten auf der Strecke zwischen Boulogne und Paris. Macht mit. Die Pferde im Stall, und in Frankreich hat jedes Pferd im Stall auch sein Sofa. Französische Pferde müssen natürlich auf dem Sofa ausruhen. Also es geht schon ein bisschen anders, ganz gemütlich in Frankreich zu. Natürlich ist hier in dem Hof ein Buffet eingerichtet. Man kann Fischsuppe essen, es hat ja mit Fisch zu tun. Überall freundliche Bedienung, und Sie sehen es, es war ein bisschen kühler geworden am Abend, wie das ganze Dorf, die ganze Nachbarschaft, die Region zusammenströmt. Hier heißt es, der Weg ist das Ziel. Jetzt gehen Sie mit rein zum Patron in den Hof, die wie das so ist bei Asterix und Obelix bei den Galliern, da hängt die Wildsau noch über dem Kamin, und dieser Bauer hat seinen Hof bereitgestellt. Sie sehen es, die Massen strömen, der Hof füllt sich immer mehr, und dann geht's los. Sie kommen, genießen Sie es. Ja, und dann geht's rein in den Hof, und bis der fertig ist, muss der Nächste, der kurz hinten dran war, warten. Herrliche Bilder, da kann man die Tiere sehen, wie sie dampfen. Jetzt fährt schon das erste Pferd wieder umgespannt raus, nicht das erste, die erste Kutsche wieder raus, geht weiter. Die nächste Kutsche kommt, fährt rein in den Hof, ja. Man konnte sogar dann mitgehen in den Hof, wo ich sie natürlich mitnehme. Und da sehen Sie, wie wettkampfmäßig umgespannt wird, wie man umsteigt. Und das, ich glaube, 24 Mal, ich zähle es mal ab, wird das so gewechselt. Da geht jetzt die nächste Kutsche raus, und ich nehme sie jetzt einmal mit hinein. Also hier sehen Sie es, Pferd, Kutsche kommt wieder rein, Pferde an der Kutsche weg, nächste Pferde dran, Kutsche gewechselt, und schon geht's weiter. Das wollen wir im Originalton mitbekommen. Thank you.
und kaum ist der Nächste draus, hier warten schon die nächsten Wechselpferde, kommt die Nächste kurz rein, das geht dann Schlag auf Schlag. Einzelne dieser Wechselvorgänge wollen wir nochmal beobachten, denn man sieht verschiedene Rassen, verschiedene Mannschaften, verschiedene Art und Weisen. Und als Letztes schauen wir uns die deutsche Mannschaft an. Das sind die Boulonnais, also diese hellen Pferde aus der Gegend um Boulogne, eine bekannte Rasse in Frankreich von schweren Arbeitspferden, die, wie schon gesagt, früher von Boulogne nach Paris gefahren sind, was wir jetzt auf der Route du Poisson nachholen. Eine junge Dame, die auf der nächsten Route die Strecke zu fahren hat. Sie sehen das Licht an der Stirn, die Karte. Und es ist ganz schwer, Sie werden es noch sehen, in der Dunkelheit sich zurechtzufinden. Aber hier geht es recht schnell. Die jungen Damen gehen drauf und ab geht es in die finstere Nacht. Es täuscht, wenn draußen die Straße noch im Dorf hell ist. Ja, die jungen Damen, manche würde dann doch lieber in eine Disco gehen, aber diese Damen, denen macht Spaß, sportlich mit den Pferden hier durch Frankreich zu gehen. Das ist also wirklich Sport, denn das ist nämlich eine Konzentrationssache erster Ordnung und mit zusammen dem Pferd bilden die ein Team und sie sehen es, wie ruhig die Pferde sind. Die Pferde wissen das auch, die Pferde macht das Spaß, sie können sich bewegen, sie sind das gewöhnt und so ist es schon eine erlebnisreiche Veranstaltung. Ja, das Team Deutschland wartet noch etwas, das hat aber nichts zu sagen, denn die sind ja auch mit jeweils 3-minütigen Abstand gestartet in Boulogne. Da gibt es Fehlzeiten, da gibt es Punktabzüge hin und her. Ja, liebe Zuschauer, wir haben jetzt genau Mitternacht. Sie sehen es, was hier in Frankreich los ist, hier in diesem Gebiet bei der Route du Poisson. Leider lassen die deutschen Teilnehmer noch etwas auf sich warten, aber wir wollen aushalten, bis auch die Kutsche der deutschen Mannschaft hier ist. Sie sehen es, es ist also ein Erlebnis hier, was man mit Kutschen auf die Beine bringen kann und was man hier alles so erleben kann. Ja, ein bisschen könnten wir uns bei uns abschneiden und da was machen. Insbesondere, ich sage es immer mal wieder, dafür sorgen, dass wir auch im Gestüt wieder Kutschen haben und fahren können. Ja, liebe Zuschauer, und jetzt warten wir und dann geht es weiter bis tief in die Nacht. Und so geht es alle 20 Kilometer weiter bis morgen früh durch die Nacht. Bis dann. Les attaches qui est arrivé et le nonobe cap. Et l'attache qui peint la plage arrivée. So, das ist jetzt eine Mannschaft aus der Region. Das waren natürlich viele französische regionale Mannschaften. Darum waren wir immer wieder stolz und begrüßt sie besonders herzlich, wenn nationale Mannschaften kamen, wie zum Beispiel Deutschland, Schweiz, Belgien, England und der Beifall immer wieder da. Jetzt steht schon die deutsche Mannschaft bereit auf der Wechselstation und jetzt müsste die deutsche Mannschaft kommen. Ja.
deutsche Mannschaft fällt auf, dass sie keine Ledergeschirre hat, sondern Stricke in den Farben Schwarz, Rot, Gold. Besonders dekorativ, besonders schön. Schauen Sie es an. Ja, und hier nochmal ein Dank und ein Lob an die deutsche Mannschaft, die das so auf sich genommen hat. Denn wie schon gesagt, das ist eine Anstrengung. Gruß, Beifall und los geht's. Anderen Kutschen, es geht aus dem Dorf, aus dem Hof raus, ein Stückchen die Dorfstraße entlang und dann gleich im rechten Winkel von der Straße ab. Sie sehen es jetzt gleich bei dieser Kutsche, die kommt im rechten Winkel noch sogar über einen kleinen Graben hindurch auf freies Feld in stockdunkler Nacht. Und da sieht man, dass einige die Orientierung verlieren, noch im Kreis fahren. Die Zuschauer rufen noch zu, links, rechts und so weiter. Es ist also schon eine spannende Sache. Und das Hauptziel ist hier eigentlich durchkommen, ankommen, egal welche Platzierung. Hauptsache hier teilgenommen und nichts passiert. Hier sehen Sie es, von der Straße weg. Und das soll ja so sein, auf Feld- und Waldwege. Wir wollen diese Kutsche jetzt einmal verfolgen, wenn sie denn in der Dunkelheit verschwindet und nochmal ein Stück ins Dunkle gehen, wenn uns die Kutsche mit der Lampe entgegenkommt. Jetzt hören Sie die Rufe links, rechts, geradeaus. Das ist schon schwierig. Also keine Straßenlampe, nichts, sondern nur die Lampe obendrauf. Und da habe ich gefragt, ja Martin, eine Kratte, nichts. Das wackelt alles und ist so in Bewegung, dass man gar nicht richtig die Kratte lesen kann. Da gehört viel Gespür dazu. Jetzt kommt die nächste Kutsche noch einmal in Dunkelheit. Man sieht es, ich bin im Feld, im Dunkeln drin. Praktisch kommt die Kutsche in der Dunkelheit auf uns zu. Und da haben Sie die Orientierung ein bisschen verloren. Drehen lieber noch einmal einen Kreis und lassen sich von den Dorfbewohnern erklären, wie es wohl weitergehen kann. Hören Sie es mal an in tiefer, dunkler Nacht. Ja, erstaunlich viele junge Damen waren da tätig. Sie sehen es, dass dieser Sport auch die Damenwelt erreicht hat, was ja besonders schön ist, wenn da ein bisschen Abwechslung vorliegt. Ja, und jetzt verfolgen wir dieses Gespann in die Dunkelheit der Nacht. Ja, und dann war es auch für mich Zeit, irgendwo noch ein Bett zu finden, dann in aller Frühe aufzustehen und in Richtung Paris zu fahren, an den Endpunkt, Vorort von Paris, Chantilly, nennt sich diese Stadt, mir völlig unbekannt, bin hingefahren, habe da am Waldrand noch ein bisschen mich ausgeruht, fahre durch die Dunkelheit und bei der aufgehenden Sonne war ich dann platt, was hier zu sehen war. Ich war also wirklich erstaunt. Sehen Sie selbst. Als es dann hell wurde, die Sonne, ich ging auf, eine Riesenanlage mit Schlössern außenrum. Man hat gemerkt, man ist in der Nähe von Paris. Französische Könige haben hier Hof gehalten, haben hier ihre Pferde, Kunststücke, kann man sagen, vorgeführt oder vorführen lassen. Und in diesem wirklich tollen Areal, wenn man es vergleicht, geht es in zwei Brücken vom Schwimmbad bis zum Rathaus von der Größe, aber ohne Bauwerke. 8 Uhr, die Kutschen kommen. Ja, die deutsche Equipe ist natürlich auch gekommen, hat schon das Vorbereitungsteam, Zelte aufgebaut, tolle Organisation. Und
Quascht und Woi gibt. Das sind nicht die Potterpelzer, das sind die Saarländer. Hier haben wir eine Gruppe von Saarländern. Sie kommen woher? Aus Losheim. Einen wunderschönen guten Morgen an den Rest der Welt. Ja, und was treiben Sie hier? Ja, wir besuchen unsere Freunde aus Hessen und schauen zu, wie die Kutsche fahren. Ja. Und begleiten die Strecke. Waren Sie mit in Bologna? Jawohl, von Anfang an. Paris. Wunderbar, Paris, da haben wir uns ja fast versäumt. Ich war auch mit dabei. Ja. Aber das ist ja so groß alles, da kann man sich schon aneinander vorbeilaufen, ne? Ja, ja. Und sind Sie Fahrer? Haben Sie selbst gespannt? Oder? Ja, wir sind beide Fahrer und haben beide Gespanne. So, Sie kommen also woher? Ich komme aus Saarwellingen. Zum vierten Mal hier bei der Route dabei als Zuschauer oder Fan. Und wir haben uns in Le Touquet getroffen. Genau. Beim Essen. Genau. Gell? Und jetzt ist schon die Sache wieder rum, aber es hat alles gut geklappt. Heute Morgen etwas kalt hier, aber. Aber das überraschend in einer die Sonne so kommt. Tollen Anlage wach zu werden, praktisch. Ne? Das ist schon eine tolle Kulisse hier. Ja, also die herrliche Anlage am Sonntagmorgen in aller Frühe, wenn noch keine Kutschen da sind, die werden noch erwartet. Langsam kommen auch die Teams, bitte. Zweibrücker Szene, denn das Landgestüt Zweibrücken ist ja saarländisch, rheinland-pfälzisches Gestüt. Und wen kennen Sie da noch und wollen Sie herzliche Grüße senden? Ja, mit dem Gestüt ist der August Meyer natürlich verbunden. Dieser Name ist mit dem Gestüt verbunden. Und von dieser Stelle aus möchte ich ihm herzliche Genesungsgrüße aus Paris senden, aus Chantilly. Ich hoffe, er wird operiert dieser Tage. Und ich wünsche ihm viel Glück, dass das alles gelingt und er bald wieder auf den Beinen ist. Ja, und ich hoffe vielleicht auch mit Ihnen, dass man mit dem August Meyer so als Abschluss vor der Pensionierung mal hier auftaucht in dem Gestüt der französischen Könige, dem Gestüt von Versailles Außenstelle. Das wäre eine schöne Sache. Hier waren ja auch die Zweibrücker Herzöge manchmal hier, denn der König von Frankreich hat die gesponsert. Vielen Dank. Leider kann der August hier nicht mitessen, aber das war so seine und ist so seine Anrichte, so fühlt er sich wohl, das wird bald wieder klappen. So, in Erinnerung an den Augustinus gibt es hier ein Sonderhäppchen. Saarwellinger Schinken. Saarwellinger Schinken, den man dann auch mal, wie ich hoffe, im Gestüt in Zweibrücken bei Besprechung der weiteren Aktionen dann verbringen können. Ne? Ja, und verkosten kann, ja. Ja, Sie sehen es, da gibt es keine großartigen Buffets, da muss man sich selbst versorgen, denn diese 24 Stunden, da muss was gemacht werden. Diese Fahrt nach Bologna, nach Frankreich. Ja, die Pferde sind jetzt ausgeruht, entspannt, obwohl sie viel gearbeitet haben. Sie sehen es, alle sind gesund und munter. Sie sind es gewöhnt, Fahrten zu machen. Und das war über Jahrtausende die Zusammenarbeit Mensch und Pferd. Und wenn wir das nicht mehr machen, wird das Pferd von der Bildschwäche verschwinden. Beifahrer waren wir, die letzte Etappe war von Conti nach Contri. Ja, genau, diese ganz enorme Abenteuertappe war das. Also in der Nacht? In der Nacht, ja. Stockdunkel teilweise. Stockdunkel, rechts und links nur Wald und eine Turbo-Auf- und Runter-Hoppelstrecke. Das war wirklich genial. Ja, und auf was ist man da ganz bestimmt angewiesen? Nicht nur auf Karten, sondern auch? Da kann man kaum eine Karte lesen, weil es so hin und her wackelt. Man muss sich nur festhalten und das Licht, dass man die Straße sieht. Also es war ganz genial. Ja, ja, und wie findet man dann den Weg? Ja, einfach nur geradeaus und gucken, dass man die Straße trifft bei der Dunkelheit. Und hier und da mal wieder gucken in die Karte, aber ansonsten wirklich und nur Gas, nur Vollgas. Die Lampen, wozu sind die da? Die Lichter, mehr oder weniger die zu sehen, ob die Geschirre stimmen, denn die Pferde sind ja mit angestrahlt. Ja, dass die Pferde wissen, wo sie langlaufen müssen. Also dieser Lichtkegel ist vor den Pferden? Der ist vor den Pferden, damit der Fahrer sieht, wo die Straße weitergeht, weil das ja in einem Wahnsinnstempo dann vorangeht. Ja. Gut, wir haben das heute Nacht ein bisschen belauscht, also es war schon die Schwierigkeiten, wenn die Kutsche in der Nacht verschwunden ist. Ja. Vielen Dank. Bitteschön. Noch eine Frage, Sie sind woher? Wir sind aus Westfalen, Oelde. Aus Oelde. Ja. Was heißt wir? Ist das eine Gruppe? Das ist das Team Knoche für die deutsche Equipe. Aha, und Ihr Name ist wie? Knoche.
Knoche, Martina, ja. Martina und Bernhard Knoche. Haben Sie irgendeine Firma oder einfach privat? Das ist privat. Privat, ja? Also, Dankeschön. Bitteschön. Ja, Sie sehen es und hören es, wie verschieden doch die Mannschaft zusammengesetzt ist und einmal das Schloss der französischen Könige mit wunderbarer Pferdebeziehung. Da sieht man also, in welcher feudalen Anlage dann die Route du Poisson endet. Und am Nachmittag war noch eine große Veranstaltung, bei der alle Kutschen aufgefahren sind, alle geehrt wurden. Da waren Rahmenveranstaltungen, aber da konnte ich nicht mehr dabei sein, denn irgendwann musste man ja Richtung Heimat wieder zurückrollen. Genau an dieser Pferdestätte ein Gymnasium. Und da kommen sie schon, die Fahrer. So, ein langer Zahnstocher. Ja, die Schweizer haben ihre bekannten Abzeichen mitgebracht. So hat jede Mannschaft sich mit Fahne und sonstigen Tracht und ähnliches gezeigt. Und jetzt kommt die Schweizer Equipe mit dem Vierspänner und dann rollen sie nach und nach ein. Und das wollen wir einfach mal verfolgen, wie das so am frühen Morgen in der Nähe von Paris zuging, wenn die Fische dann hierher kamen. Auch der Kurier des Herzogs von Zweibrücken war hier und das hat der Veranstalter ganz besonders honoriert, dass man etwas von der Geschichte mitgemacht hat. Man musste sich zum Foto stellen, die Fahnen dazu. War ja ein bisschen Reklame dann für unsere Pferdestadt Zweibrücken. Ja, und alle für diejenigen, die sich jetzt erst zuschalten, wir sind am Ende dieses europäischen Wettbewerbs Route du Poisson von Boulogne-sur-Mer am Ärmelkanal gegenüber England, vom Ärmelkanal runter zu bis Paris mit Pferden innerhalb von 24 Stunden 350 Kilometer bei Wechsel der Pferde alle 20 Kilometer Tag und Nacht. Und Sie sehen es, welch ein Aufsehen ist bei Fernsehen. Und wir hatten unseren Dolmetscher, einen Zweibrücker Mitschüler aus dem Herzog-Vorfang-Gymnasium, den Herrn Michael Werkmeister. Bitte schön. Und hier haben wir einen Bekannten getroffen, der bei mir mit auf der Schule war, im Herzog-Wolfgang-Gymnasium. Das ist der Werkmeister, ist im Moment, ist ja Dolmetscher in Paris, man sieht es und er hält sich mit den Kameraleuten. Kann ich mal kurz stören, bitte in Deutsch, ein Gruß an die Zweibrücker, viele Mitschülerinnen und Mitschüler. Bitte in Deutsch. Viele Grüße an alle alten HWGler in Zweibrücken. Ja, und dass man glaubt, dass er auch tatsächlich hier Dolmetscher bist. Das Ganze in Französisch und mit Grüßen nach Beach. Un bonjour à tous les amis à Beach et de la région de Deux-Ponts et Beach. Ja, nochmals hier der Tierarzt, der auch diese Pferde untersucht, ob sie weiterhin noch fahren können, ob sie eine Behandlung brauchen, wie bei den Menschen. Sportlern auch die Untersuchung und dann hat man sich hier formiert zu einem großen Fest, Zelte aufgebaut und die Fische, die herangekarrt werden, wurden dann gebrutzelt, die Leute eingeladen, so wie das ja früher dann auch war. Ja, die Bretonen, sie kennen das, sie haben die Schweine serviert und jetzt, sie sehen es, Kutscher im Klang der bretonischen Musik. Und dann die deutsche Equipe erwartet ihre Pferde und ihre Fahrer. Bitteschön. Ja, ein herrliches Gespann, eine herrliche Truppe. Und ich hoffe, dass sie im Jahre 2010
alle 2 Jahre findet es ja wieder statt, wieder mit dabei sind. Und vielleicht wäre es für uns interessant, denn im Jahr 2010 Zweibrücken, 600 Jahre Herzogtum Zweibrücken mit Kontakten nach Paris, Boulogne-sur-Mer Partnerstadt, im nächsten Jahr 50 Jahre Boulogne-Zweibrücken Partnerstadt. Das wäre doch etwas, um auch auf der Pferdelinie, auf der Kutschenlinie hier etwas gemeinsam, etwas zusammen zu machen. Ja, liebe Zuschauer, dann waren die Pferde angekommen, wie schon gesagt, ein tolles Rahmenprogramm hat sich am Nachmittag während der Siegerehrung dann noch abgespielt. Ich musste weg, denn ich hatte nicht so viel Zeit, drum müssen wir es mit diesen Aufnahmen belassen. Aber noch einige Bilder von den Ständen, die man errichtet hat aus Boulogne, Marktstände wie früher auch. Die Vertreter des Fremdenverkehrsvereins aus Boulogne, vielleicht könnte man da mal die Zweibrücke dazu bringen, zusammen was zu machen. Und dann sehen wir noch die Fischer aus Boulogne, die Fische brutzeln, die in Zweibrücken schon die Fische gebrutzelt haben. Und dann müssen wir uns schon langsam verabschieden. Aber das wollen wir noch genießen. Hier schließt sich der Kreis. Die Fische von Boulogne nach hier. Ja. Zweibrücken, wir waren auch schon in Zweibrücken. Ja. Ja, liebe Zuschauer, und hier schließt sich der Kreis. Die Fischer aus Boulogne sind jetzt hier in Paris. Und hier ist der Fischer, der schon bei uns in Zweibrücken war. Das ist wirklich gelebte Zusammenarbeit. Das ist die Partnerschaft Boulogne, Zweibrücken, aber auch Europa, die verschiedenen Regionen, die verschiedenen Länder, die sich hier treffen. Das kann man nur als Beispiel haben. Ja, und die Frauen hier noch. Also, der Fisch und die Pferde verbindet uns. Boulogne, die Stadt der Fische, Zweibrücken, die Stadt der Pferde und dann Paris dazu. Als Kurier des Herzogs müssen wir da noch ein bisschen was machen. Liebe Ines, das nächste Mal sind Sie mit dabei. Dankeschön. Der Blick auf die herrliche Schlossanlage und wir verabschieden uns dann langsam mit diesen Bildern. Im Studio vielleicht, wenn wir die Zeit noch haben, einen kurzen Gruß. Ja, nochmal herrlich diese Schlossanlagen. Ich war begeistert von diesem Abschluss in Chantilly. Boulogne, Paris.